Neben mir sitzt jetzt Frau Kersten vom GOTS, dem Global Textile Standard. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Und was bekommt oder worauf kann der Kunde eigentlich bauen, wenn er ein Kleidungsstück mit diesem Siegel kauft? Er kann darauf vertrauen, dass die ganze Kette zertifiziert ist. Das heißt, vom Feld bis zum Kleiderbügel, bis zu seinem Kleiderschrank, dass alles durchzertifiziert ist, dass es sich um Umwelt- und Sozialkriterien handelt, dass es Biofasern sind, mindestens 70% zertifizierte Biofasern, dass die ganze Prozesskette abgedeckt ist und dass es eine unabhängige Zertifizierung dahinter steht, die garantiert, dass diese Kriterien auch eingehalten werden. Das heißt für mich jetzt, wenn ich sowas kaufe, dann weiß ich, dass der Mensch, der dieses Kleidungsstück gefertigt hat, vernünftig bezahlt wurde, dass keine schlimmen Chemikalien verwendet wurden. Oder was bedeutet das jetzt für mich konkret? Es bedeutet, dass keine umweltschädlichen Chemikalien verwendet wurden, dass diese schon vom Input her verboten sind. Es finden aber zusätzlich Rückstandskontrollen statt am fertigen Textil, um auch Kontaminationen auszuschließen. Und es bedeutet, dass die ILO-Kernarbeitsnormen eingehalten wurden in jedem Produktionsschritt und dass die Löhne gezahlt wurden, die entweder Mindestlöhne sind oder, wenn die gewerkschaftlichen Löhne höher sind, dass diese Löhne genommen werden müssen. Das heißt, wenn ich etwas mit dem GOTS-Siegel kaufe, kann ich sicher gehen, dass ich was Gutes, Soziales für die Umwelt und auch für mich selber getan habe, wenn ich so einkaufen gehe. Ja, ganz genau, Sie sagen, es ist eben nicht nur für mich, dass ich nicht von der Kleidung, die ich trage, krank werde, sondern auch im Produktionsprozess keine Chemikalien zum Beispiel in den Flüssen landen, weil Abwasserkläranlagen vorgeschrieben sind oder dass die Arbeiter vernünftig behandelt werden. Wenn das so viele wundervolle Vorteile hat, warum ist es denn bisher noch recht schwierig, wirklich zertifizierte Kleidung auf der Straße zu finden und nicht unbedingt im Internet suchen zu müssen? Es hat angefangen mit einer Nische, mit Pionierunternehmen, die angefangen haben, nach diesem Standard zu produzieren. Es gibt diesen Standard erst seit 2008, also er ist noch relativ jung. Und von daher gibt es noch nicht so viele Unternehmen. Zusätzlich ist er sehr streng, was auch vom Standardgeber so gewünscht ist. Das bedeutet aber, dass nicht alle Unternehmen das automatisch einhalten können. Wir sind jetzt 2013 über die 3000er Marke gesprungen. 2012 schon über die 3000er Marke gesprungen. Das bezieht sich aber vor allen Dingen eben auf die Betriebe in den Ländern des Südens, die produzieren. Und langsam bekommt der GOTS einen Schritt, einen Türöffner in den Massenmarkt, sodass auch mehr und mehr Produkte gelabelt werden. Manchmal sind GOTS-Produkte da, auch von großen Marken, die aber nicht als GOTS ausgewiesen sind, weil die Marken Angst haben, ihre anderen Produkte damit zu kannibalisieren. Das heißt, dass die gefragt werden, warum ist denn da nicht alles GOTS? Die trauen sich dann eben nicht sagen, das ist Co-Branding. Aber es hat sich herausgestellt, dass wenn Unternehmen das transparent kommunizieren, wenn sie sagen, wir fangen jetzt mal mit einer Linie an und wir steigern und dann auch zu ihren Aussagen stehen, dass das überhaupt kein Hindernis ist, weil die Konsumenten sind auch nicht so dumm, dass sie von einem Unternehmen erwarten, dass es sofort seine komplette Kollektion und seine kompletten Produkte umstellt. Das kann man dem Verbraucher schon zutrauen, dass er das selber auch versteht, und das verstehen die Verbraucher auch. Kein Unternehmen ist deshalb in den Fokus geraten, weil es angefangen hat, nachhaltig zu sein. Man kann nur nicht es so hinstellen, als sei man komplett nachhaltig und man hat nur 3 T-Shirts im Programm. Das geht eben auch nicht. Man muss es wirklich transparent kommunizieren. Kann man davon ausgehen, wenn man so ein Siegel kauft, dass es echt ist? Oder gibt es vielleicht schon gewiefte Menschen, die versuchen, das GOTS-Siegel oder Naturtextil-Siegel zu kopieren und irgendwo reinzunähen? Gab es da schon was? Also in der Regel ist es so, wenn wir was feststellen, was den Labeling Guide, was den Richtlinien nicht entspricht, machen wir darauf aufmerksam. Meistens ist es Unwissenheit, dass zum Beispiel jemand mit dem GOTS-Logo wirbt, der lediglich einen GOTS-zertifizierten Stoff einkauft und vernäht. Wenn das klar wird, dass man dann das GOTS-Logo nicht benutzen darf, wird es oft auch wieder rausgenommen. Also meistens ist es Unwissenheit.
Das heißt nicht, dass es keinen Betrug gibt. Man muss schon genau hingucken. Man kann das sehr schön überprüfen. Es gibt eine öffentliche Datenbank beim GOTS. Denn jeder, der GOTS-Produkte verkauft, muss unter dem GOTS-Logo die Lizenznummer angeben an dem Produkt selber. Und über diese Lizenznummer lässt sich das Unternehmen oder der Vorlieferant in der GOTS-Datenbank finden. Das ist sehr schön nachvollziehbar und wir sind sehr dankbar, wenn das dann nicht der Fall ist, dass diese Information auch dann zu uns kommt und dass wir dann mit demjenigen sprechen können, wie er es richtig macht. GOTS ist ja ein weltweiter Standard. Aus Ihren Erfahrungen heraus, wie würden Sie denn Deutschland im Ranking ansiedeln? Sind die Deutschen schon sehr bewusst, was nachhaltige Mode angeht oder bilden wir da irgendwo ein Schlusslicht im Vergleich zu den anderen Ländern? Also Schlusslicht auf keinen Fall. In Deutschland gibt es einige Initiativen, wie auch Verbraucherzentrale, die Labeldatenbanken zum Beispiel zur Verfügung stellen oder der Rat für nachhaltige Entwicklung mit dem nachhaltigen Warenkorb, wo die Verbraucher besonders gute Informationen bekommen. Inwieweit jetzt Deutschland nachhaltiger ist als andere, kann ich nicht genau beantworten. Aber ein Indikator, der uns sehr freut, ist, dass die Zahl der zertifizierten Betriebe in Deutschland im Jahr 2013 am stärksten gestiegen ist. Das kann als Indikator ja gesehen werden. Und es freut uns sehr, dass eben die Brands und die großen Händler jetzt auch vermehrt GOTS-zertifizierte Produkte anbieten. Und das wiederum hat ja Auswirkungen auf die gesamte Lieferkette. Die haben so einen Pull-Effekt, dass sie ziehen, die ganze Lieferkette hinter sich herziehen dann wieder. Also wie genau Deutschland dasteht. Aber die Steigerung ist darzustellen. Und das ist doch sehr erfreulich, sicherlich auch dank Ihrer Arbeit. Und vielen Dank nochmal fürs Interview. Und ich denke mal, ihr werdet beim nächsten Einkauf dann hoffentlich darauf achten, dass ihr dieses Siegel findet.